wir, die Spitze der Welt hatten wir. Todesfalle in der Familie. Das ist England oder was? This is England. Und dann geht es mal los. She came home. Carlyle's lost an empire. You fall hard enough, you tend to be reminded of what truly matters. So, the end of the line. You ready for this? Are you? Who will you be without a score to settle? I guess the world's most wanted fugitive will have to do. Alexa Carlyle is dead, according to the funeral invitation, that is. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Carlyle, wisely sensing that a number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlyle legacy. She may be a monster, but you have to admire her due diligence. Carlyle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. While largely unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media, and technology. Most senior of the partners, Alexa Carlyle, is cold as ice, tough as nails, and sharp as a razor. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman is the birthplace of Providence. It began here, and it ends here. Talk about poetic. One more thing. According to our intel, Carlyle keeps a case file on the Constant. Information that may be helpful in his recapture. So don't leave the estate without it. Right. Happy hunting, 47. See you on the other side. Okay, wir müssen die Dame töten und die, du sitzt schon wieder so weit drüben, guck mal. Die Dame, die hat, also alle denken, die ist tot, oder? Habe ich es richtig verstanden? Also, dass sie einen Tod vorgetäuscht hat und in ihre Beerdigung. Das heißt, die ist aber unser einziges Ziel. Unser einziges Ziel. Klingt ja eigentlich erstmal einfach, weil ich kann mich daran erinnern, dass es auch halt Level gab, wo wir 3, 4 killen mussten und dann noch andere Aufgaben machen mussten. Werden sehen. So, was nehmen wir denn mit? Ich bin der Meinung, dass... Den Fisch. Wo ist der Fisch? Den Fisch gibt es leider nicht. Aber wir nehmen das hier mit, die Kopfhörer. Da kann man jemanden wunderbar... Wie können die den Fisch rausgenommen? Ja, bin ich aber auch voll bei dir. Münzen. Was für ein Outfit? Ja, gut, wir haben halt auch gar nichts, ne? So, und wir spielen auf den Schwierigkeitsgrad Profi. Genau. Warum? Weil ich immer auf Profi spiele. Aber ich bin kein Profi. Doch. Obwohl doch ein Hitman. Okay, dann let's go! Oh Gott, der Fisch ist weg, unspielbar. Ja, sehr schön. Finde so. Ich auch. Das war das Beste. Thornbridge Manor. The Carlyle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlyle and her three adult children, younger brother Zachary, grandson, and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. Good luck. So, Todesfall in der Familie. Dartmoor, England. Und damit, Ladies and Gentlemen, auf YouTube willkommen zur zweiten Folge vom Hitman 3 Let's Play. Diesmal wieder mit der Alex. Und wir werden, nachdem wir in Dubai ja exzellent abgeschnitten haben, heute nur ein Ziel haben, und zwar die gute Alexa. Hey Alexa, schalte Twitch aus! Das ist gemein, oder? So, und finden Sie die Fallakte, ist noch eine weitere Mission, die wir zu tun haben. Das werden wir jetzt machen.
Und wenn ihr das auf YouTube guckt, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Däumchen nach oben auf das Video gibt. Und wenn ihr mal live dabei sein wollt, twitch.tv/heideltraut. Die Links dazu findet ihr immer in der Videobeschreibung. Und ein kleiner weiterer Hinweis noch, ihr könnt auch gerne auf Twitter und Instagram folgen. Da werden Livestreams immer angekündigt, falls mal jemand spontan streamt. Okay, okay. Und die Alex findet ihr auch auf Twitch und Instagram, ist ebenfalls unter dem Video in der Beschreibung verlinkt. Okay, wer sich fragt, wer Alex übrigens ist, ist das ist meine Schwester. So. Okay, dann mal los. Aber wir müssen also doch, also wir müssen die eliminieren und dann noch eine Fallakte finden. Das heißt. Genau. Boah, das sieht aber echt geil aus, ne? Aufgabe. Ja. Okay, wie, also das, ich spiele es nie auf der Xbox. Wie scanne ich denn hier? Wo ich gucken kann, wo. Ah. Da ist sie. Okidoki. Da oben in dem großen Anwesen. Und da gibt es aber noch ein kleines Häuschen daneben. Das heißt, man kann auf jeden Fall, kann man da hin? Aber hier gibt es aber einiges zu entdecken. Boah, das sieht schon echt nice aus, oder? Also ich muss sagen, ich finde Hitman 3 ist echt gut gelungen. Ich liebe die ganze Hitman-Serie, die ist so nice. Ja. Ne? Und Agent 47 hat sehr einfach... Geh doch nicht da durch, du machst dir ja die Füße nass. Geh doch über die Brücke. Ist dem doch egal. Agent 47 hat es ganz einfach... Ich kann nicht über die Brücke gehen. Ah, I see. Weil der braucht während der Corona-Zeit, der braucht nicht zum Friseur, der holt sich einfach die Maschine. Ich kann da auch gar nicht reingucken. Okay. Ah, da drüben sind auch Leute. Okay, da sind Gärtner. Müssen wir uns erstmal ein bisschen umsehen, würde ich sagen, ne? Wird gespeichert. Ja, da gab es jetzt bisher viel zu speichern, da muss man auch... Okay, wir müssen, glaube ich, über die Brücke... Bedenke, dass du eine Waffe dabei hast, ne? Aber kann sein, dass die... Oh. Da können wir nicht da drüber klettern? Oder du gehst... Guck mal, da kannst du bestimmt durch. Aber guck, dass die dich nicht sehen. Tun die nicht. Okay. Hat dich jemand... Haben die dich gesehen? Nein. Okay. Jetzt müssen wir uns da rein sneaken. Dass uns keiner sieht. Da können wir auch direkt weiter. Wäre natürlich eine Option. Ich wollte gerade ne? sagen, so ein Gärtner. Ist der alleine? Schau mal. Alter, den müssen wir hier hinlocken. Warte mal. Können wir den hier hinlocken? Aber... Komm, du Dulli. Kommt der? Scan mal. Naja, hat er nicht mitbekommen. Sammel die Münze wieder ein. Ja. Warte hier, ne? Ist weg. Da. Ah, da war noch irgendwas. Soll ich das mal machen? Nee, nee, kannst du gleich spielen, warte. Jetzt. Wenn er sich umdreht. Ja, hättest du auch direkt hingehen können, hätte man uns, glaube ich, die Münze sparen können. Ja, ist recht. Weil er sieht uns jetzt, wenn er sich umdreht, ne? Ja. So ganz so schlau sind die nicht in Hitman. Okay. Mit. Wir machen ein Nickerchen, mein Freund. Kleidung. Steh ich auf. Also. Tja, da haben wir uns verkleidet als Gärtner, Leute. Und da liegt unsere Münze. Perfekt. Hier packe ich die Münze. Warte mal, wie war das nochmal? Nee. Warte mal, ich kann das doch irgendwie verstecken. Okay, ich hab's. Ja. Boah, was ein Anwesen, ne? Okay, der Security-Mann. Okay, der. Das ist natürlich die Frage. Probier erstmal, ob du vielleicht rein. Obwohl. Wir können uns ja erstmal umgucken, würde ich sagen. Hallo. Vielleicht finden wir irgendwie ein paar interessante Details hier noch. Boah. Schönes Täschchen, oder? Schicke Handtasche. Mhm. Nee, ich kann euch leider nicht. Wir können uns leider nicht lauter machen. Es geht leider nicht.
Ist das vom Sound her? Wir müssen ein bisschen lauter reden, ich weiß. So, wir gucken mal eine Gießkanne. Aber damit können wir auch nichts machen. Ich würde einfach mich erstmal ein bisschen umgucken hier. Du kannst dann gleich ausspielen natürlich, ne? Aber ich würde mich erstmal ein bisschen umgucken, um zu gucken, ob wir finden wichtige Sachen. Die Flasche zum Beispiel. Irgendwas, was wir noch werfen können oder wo wir jemanden mit erschlagen können oder vielleicht... Ah ja. Poor thing. And that detective asked to come here. Madame Carlyle must believe Zachary was murdered. Nee, why else ask him to snoop around? Wir hören mal zu, weil vielleicht können wir daraus eine Gelegenheit kriegen. Don't worry, I'm sure everything will settle down soon. Mehr kriegen wir nicht, oder? Nein. Okay, hier ist Radio. Das machen wir lieber mal nicht an, weil das lenkt ab. Ach, guck mal, das Kostüm haben wir bei uns auch im Schlafzimmer. Die Reaktion sehen. Ich trage das immer nämlich, Chat, wenn ich hier putze, ne? Gerettet. Sonst mache ich jetzt gleich eine Checkliste mit allen sexistischen Kommentaren heute. So. Rattengift, guck mal. Zack. Okay, ich würde tatsächlich... Oh, warte mal, Security. Okay, der Security-Mann. Ey, man kann da hinten auch noch hingehen, oder was? Alter, wie groß ist denn bitte das Außengelände? Ich denke, da wirst du aber... da verlässt du jetzt Karte. Ah, okay, okay, du hast recht. Du hast recht, Alex. Das ist richtig. Was ist denn da hinten? Boah, oh, guck mal hier, das ist so ein Labyrinth, ne? Wie denn der Garten? Der da kommt, der wäre bestimmt nicht schlecht. Die ja, aber ist leider... So ein Sicherheitstyp? Ja, oder der aber da? Aber guck mal, die sehen sich... Ja, aber da um die Ecke steht ein anderer noch. Ich würde das... Ich glaube, wir haben gerade schon eine gute Freifahrtkarte, um hier draußen rumzulaufen. Nur manche Leute würden uns, glaube ich, entdecken. Deswegen, solange ich hier rumlaufen kann... Ich suche einfach nur sowas wie Rattengift und so jetzt erstmal, um... Vielleicht Leute vergiften zu können. Da wäre eine Gelegenheit da hinten. Können wir gleich mal gucken gehen. Ja, okay, die könnten uns erkennen. Vielleicht finden wir hier im Häuschen was, im Gewächshäuschen. Was ist das, Tropenhaus? So, gehen wir mal rein. Gehen wir rein, öffnen wir. Oh. Würde ich jetzt dann nicht machen. Ja, warte mal, ist denn jemand hier, der uns sehen könnte? Ja. Nö, gerade sieht uns keiner. Nein. Warte, ich hab die Idee. Gerade sieht uns keiner. Wir regeln das, wir werden uns nicht finden. Warte, alles gut. Gut, dass da überall diese praktischen Kisten oben stehen. Nee, sagst du. Die werden uns nicht finden. 100 Pro werden die uns nicht finden. Seht ihr? Guck. Also diese fehlende Logik liebe ich ja auch manchmal an Hitman, ne? Wir warten kurz ein bisschen, bis sie sich beruhigen. Weil der eine rennt immer noch unten wie ein Flummi rum. Ja, aber die sind wahrscheinlich trotzdem gleich aufgescheucht. Wir locken gleich hier rein und dann verkleiden wir uns. Der Wind hat die Tür geöffnet. Ja, danke schön, dass das jemand im Chat auch so sieht. Ich gucke jetzt mal, ob hier einer reinkommt. Einer kommt noch rein. Und der wäre tatsächlich unsere Freifahrtkarte, um uns als Security-Mann zu verkleiden. Ist ja auch überhaupt nicht unpraktisch, dass dieses ganze Gebäude nur aus Glas besteht. So ist der. Nee, der ist nicht hier drin, ne? Broken lab equipment. It looks like it was recently used, though. Du musst mal ein bisschen mit unten auf die Karte gucken, ob hier einer reinkommt, ja? Vor allem du musst dich jetzt, glaube ich, schon verkleiden, weil du bist kompromittiert. Warte, wir machen das schon. Guck mal hier, was wir hier alles hier finden. Wir haben einen Bootsschlüssel gefunden. Okay. Ein Bootsschlüssel. Information einsehen. Ein Schlüssel für ein Boot, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach. So. Aber hier ist ein Icon. Guck mal, auf der Karte. Ah, da soll man ein Foto von machen. Ah ja, ich verstehe. Warte. Ach, man hat jetzt ein Foto-Handy.
Hey, crazy. A dosage table for a lethal poison. Guck mal, der wie doof der da draußen ist. Das ist neu, ne, bei Hitman. Ja. Female, age 65 to 79, 60 to 64 kilograms. From the looks of it, you are not the only assassin out to get Madame Carlyle today, 47. Okay, krass. Interessant. So, jetzt, wir könnten natürlich was ausprobieren, ne? Sollen wir es probieren, dass wir einen Sicherheitsmann hier reinlocken? Ja, bleib mal da. So, da kommt einer rein jetzt. Da kommt er nicht. Doch, der kommt. Was willst du mit den Kopfhörern? Ja, der drosselt. Ne, der kommt nicht. Aber der Weg ist frei. Nice, nice. Der Security-Mann, der wäre so wichtig, ne? Aber den kriegst du nicht, weil guck mal hier, den müsste ich erschießen tatsächlich. Oder der geht jetzt rein, das wäre auch gut. Geh rein. Sehen zu viele, wenn du den jetzt erdrosselst. Den müsste man jetzt reinlocken. Ja, es ist schade, dass du jetzt rausgegangen bist, weil ich sag mal, wenn du jetzt drin gewesen wärst, du hättest irgendwie die Tür aufmachen können, die Münze werfen, dann wäre der reingegangen, dann hättest du ihn drin machen können. Wir können natürlich jetzt wieder reingehen, weil die Tür ist jetzt auf. Nachdem wir die andere Tür aufgebrochen haben, sind jetzt alle Türen auf. Und könnten das natürlich dann versuchen. Ja, wir warten mal, ob er weggeht. Warte mal, der geht jetzt bestimmt weg. Ja, die gehen ja immer die gleichen Wege. Der reagiert auch. Ja? Ja. Dann nimm jetzt den Schalldämpfer. Warte. Nimm jetzt den Schalldämpfer. Ich kann ihn doch nicht erschießen. Warum nicht? Oder was willst du machen? Was willst du sonst machen? Ja, ist natürlich unpraktisch. Ruhig. Bitte kurz ruhig. Keine gemerkt. Oh, komm mit. Da hinten ist die Kiste, der ist dann safe. Also bei Hitman ist es eigentlich so, dass man die Leute natürlich nicht töten soll, ne? Ja, aber es hat sich jetzt angeboten einfach. Warum werden wir jetzt immer noch besucht? Ach, wegen unbeschriebenes Gebiet. Okay, was haben wir denn? Münze? Oh, eine Waffe. Okay, nice, aber die werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Stell dich doch mal wieder hin. Ja, warte doch. Jetzt ist es easy, jetzt kennt dich keiner mehr. Boah, ich dachte gerade, man kann das fahren. Wie geil ja, das denn? Messed up multitasking. And who's carrying the load? I'll tell you who. Us. Make sure the edges are sharp. No weeds on the ground. Was war ihr Mordmotiv? Ja, es hat sich halt angeboten. Toll. Manchmal muss man den NPCs halt zuhören, weil sich dadurch Gelegenheiten ergeben. Ja, das mache ich aber eigentlich nie. Aber kann man. Ich spiele das eigentlich auch nicht so oft mit den Gelegenheiten, sondern eigentlich... Okay, das wäre auch gut. Mist, Sicherung fehlt. Decke Story-Mission auf. Max, Steve. Nein. Information einsehen. Alexa hat einen Fotografen für ein Familienfoto am Brunnen bestellt. Aufgrund einer fehlenden Sicherung im Sicherungskasten in der Nähe hat die Ausrüstung des Fotografen aber keinen Strom. Aha. Ja, ich würde sagen, wir haben uns jetzt schon draußen ein bisschen gut umgesehen. Dann gehen wir doch mal rein in den guten Shop und dann kannst du mal spielen, wenn wir dran sind. Warte mal hier, was liegt da? Schere. Der sich alles so in die Jackentasche stecken kann. Ja, eine große Jacke. Ja, eine große Jacke, der Junge. Vorsicht, Vorsicht, geradeaus. Der hat die Fallakte, guck mal. Oh. Der Rechte hat die Fallakte. A safe in Madame Carlyle's office. Nein, er hat den Hinweis. Laut den Wachen vor dem... laut, lest mir du vor.
Laut den Wachen war vor kurzem ein Techniker in Thornbridge Manor, um einen Tresor in Alexa Carlyles Büro zu reparieren. Der Tresor soll im obersten Geschoss des Herrenhauses stehen und könnte Carlyles Fallakte zu Arthur Edwards enthalten. That's where she keeps the file. Ja, wir haben unseren Hinweis. Arthur Edwards. Edwards. Hallo. Boah, ich finde die Karte aber richtig geil gemacht. Oder? Ja, ich bin jetzt halt mal gespannt, wie es drinnen aussieht. Da drüben sind noch so Ruinen. Sollen wir da auch noch ganz kurz gucken? Da wirst du wieder, Nee, da laufen doch auch NPCs rum. Ach ja, ja, okay. Friedhof ist das, ne? Ach, da soll ja die Beerdigung... Boah, sollen wir uns als Pfarrer verkleiden? Das wäre geil. Das haben wir schon mal in irgendeiner Mission gemacht. They're making a racket, droppings everywhere. The Undertaker wants them gone before he'll see Madame Carlyle. He's in a right state. So, unless you want to take on the birds, I suggest you stay clear of him. Oh, no, my aim's horrible. Safer for everyone if I just wait here till he says he's ready for Madame. Ein bekannter Bestatter wurde gerufen, um Alexa Carlyles vorgetäuschte Beerdigung auf dem Familienfriedhof in Thornbridge Manor auszurichten. Madame Carlyle will sich die Vorbereitungen selbst ansehen, doch der Bestatter weigert sich, sie zu treffen, bis das Personal die Vögel verscheucht hat, die in der Nähe nisten. Ey, sollen wir uns als Bestatter verkleiden, Leute? Das wäre natürlich eine ganz andere Nummer. Wo ist der Bestatter? Warte mal, wir müssen erstmal den suchen. Boah, wie makaber. Da, da ist er. Der ist alleine hier, ne? Ne, da ist der Gärtner. Auffüllen. Warum sollte man das machen? Ich kann da reintreten? Ah, der Gärtner. Warte, ich hab eine Idee. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich nicht erstmal als Security weiterspielen will. Nein, der Gärtner da drüben. War da nicht eine Kiste? Nee, ne? Da war keine Kiste. Oh, gleich mal die Schlüssel. Und hier, meine Freunde, haben wir uns heute eingerufen, um den heiligen Agent 47 die Ehre zu erweisen. Wo war eine Kiste? Nee, ich glaube, da war keine. Aber so wie ich Hitman kenne, wird der da auch nicht entdeckt. Doch, hier ist eine Kiste, guck mal. Da kannst du den aber nicht reintun. Ups. Okay. Ich habe nichts gesagt. Hä, warum? Er hat gesagt, there's a guy down. Aber warum erkennt ihr uns? Also, das verstehe ich jetzt nicht. Weil du neben dem toten Menschen gestanden hast und nichts gemacht hast. Okay, warte, ich habe eine Idee. Moment, warte, wir machen das besser. Eine Sekunde, warte. Okay, warte, Leute, wir laden, okay, das war, das Problem ist, ich höre den Sound vom Spiel nicht und deswegen weiß ich auch nicht, wo Leute stehen, weil wir hören, wir machen das viel, viel besser. Es ist eigentlich gut, dass es so gekommen ist, warte, ich habe eine Idee. Ich habe eine viel geilere Idee, warte. Wir müssen da nochmal kurz zum Friedhof. Das ist viel geiler jetzt, pass auf. Das ist genau gut, dass es eigentlich so gekommen ist, weil ich habe etwas übersehen, was lustiger ist. Weißt du, was ich meine? Okay. Das ist immer so aus dem Bild raus. So. Kann man nicht rennen? Ja, was ist denn das? Was kann man damit machen, ne? So, da haben wir ja eine Mission gehabt. Sind die Birds, das hatten wir schon, die Birdie Birdies. Nee, wir machen das einfach. Oh, guck mal da. Die Jasmin. So. Wo ist der Pfarrer? Ja, wo ist denn der jetzt? Kannst du den nicht vielleicht da so rum ein bisschen locken? Nee, ich vergifte sein Trinken, weil wenn er umfällt, habe ich nichts damit zu tun.
Ja, aber dann... Das using my reputation for this. Lass mal übers Grab laufen. The staggering disrespect. Na jetzt. Komm, trink was. Trink. Guck mal, er guckt. Lol. Wie lost. Also ich würde auf jeden Fall jetzt was raus trinken. Das sieht richtig appetitlich aus. Oder? Grüner Dampf kommt da so raus. Mal gucken, ob er das trinkt. Oh nein, nicht der Gärtner. Ich würde es trinken. Das ist der neue Monster Energy Drink. Ja. Ja, warte, ich will jetzt wissen, ob er das trinken geht. Warte. Irgendeine Ablenkung wird untersucht. Ja, welche Ablenkung? Hä, was hast du gemacht? Hä? Hä? Was ist jetzt? Hä? Keine Ahnung. Ah, ich denke, in dem Gewächshaus da hinten das Radio, was da noch läuft. Ah, okay. So, geh dir, hol dir was zu trinken. Was macht der denn da, Duli? Komm, hol dir doch was zu trinken. Oh, die Schaufel, die ist wichtig. Vielleicht möchte er nichts trinken. Soll er aber. Nee, ich wollte nur. Ist doch alles gut. Der hat sich nur gefragt, warum ich so nah an seine... Ich wollte die Schaufel holen. Leute, meint ihr, er trinkt was? Ja oder nein? Wir bleiben einfach ganz unauffällig hier bei dem grünen Smog stehen. Nichts damit zu tun. Ist uns nicht aufgefallen. Deswegen, wir wurden auch zum Mitarbeiter des Monats im Sicherheitsdienst ausberufen. Aber Pfarrer finde ich schon geil. Ist ja kein Pfarrer, ist Bestatter. Oder Bestatter. Nein? Okay. Diese Birds. Birds. Kommt da. Okay, jetzt geht's los. Jetzt stellt sich heraus, wieder was trinken. Ja oder nein? Da steht auch eine Kiste. Okay. Jetzt holt er sich was zu trinken. Der hat Durst. Komm, Tigerjunge, du hast Durst. Hol dir was zu trinken. Aber warum steht das da, wenn er es gar nicht trinken will? Der scheint immer nur die normalen Runden so zu gehen. Jetzt. Ja. Nee. Where's my credibility if this gets out? My father. Der dreht sich um. Warte doch mal, warte mal. Hä, wie doof, dass das dann da steht, wenn... Wow. Ruhig, ruhig, ruhig. Statt, dass du den erstmal wegschaffst. Wohin denn? Ja, und jetzt würde ich einfach... Oh, ja, muss ich, weil sonst fängt er an, mich zu verpetzen. Jetzt würde ich einfach gehen. So. Blöd, dass wir dieses Vergiftungszeug jetzt... Ja, ich habe noch eins. Ich habe noch eins übrig. Ich habe noch eins. Ja gut, dann gehen wir jetzt mal rein, ne? Ah, hier kann ich wahrscheinlich nicht lang. Okay. Bin mal gespannt, wann die den finden. Jetzt. Hier sollte uns ja egal sein. Nee, so, ja. Weil er kann nicht aussagen. Er kann nicht sagen, dass, ja. Aber wir haben einen Schlüssel für einen Leichenwagen gefunden. Da drüben steht ein Leichenwagen. Guck mal, was wir damit machen können. Wozu habe ich, das ist bestimmt ein Fluchtfahrzeug dann, oder? Wahrscheinlich, wenn ich den Auftrag erledigt habe, dass ich mit dem Leichenwagen fliegen kann. Das würde ja Sinn ergeben. Versuch mal reinzugehen. Wie das innen drin aussieht. Da liegt was auf dem Tisch. Nee, andere? Ah, nee, okay.
You did make sure she didn't see you give the other one to the butler. Of course. Den Leibwächtern zufolge haben Rebecca Carlyle und Mr. Fernsby, der Butler, je einen Marker der Milton Fitzpatrick Bank erhalten. Gemeinsam gewähren die Marker jeden Zugriff auf ein Schließfach, das sehr wohl eine Kopie der Fallakte zu Arthur Edwards enthalten könnte. Nimm mal den Hammer mit. Stadt. Ich will nur mal gucken, ob der wirklich platt ist. Oh. Oh, gut. Okay, da kommen wir nicht rein. Dann musst du doch wieder Sicherheitstyp werden. Ja, da kann ich jetzt nicht wieder zurückgehen. Ja, aber du kannst da jetzt nicht einfach so reinmarschieren. Okay, ja. Ich habe eine Idee. Ich habe keine Idee. Ja, ich hätte ja gesagt, dass wir vielleicht einfach warte, Security bleiben. Ich habe eine Idee, warte. Wir verkleiden uns als die, weil das sind nämlich Personenschützer. Bist du sicher? Mhm. Ah, nein. Oh, das war knapp. Vom Gärtner zum Security, zum Bestatter, zum Personenschützer. Ah, eine Sicherung haben wir jetzt. Okay, warte, wo war das? Wir können doch mit dem Fotografen, das mit dem Familienfoto machen, da könnten wir die jetzt hinlocken und die dann killen, ne? Aber dann sind wir nicht im Haus. Wir haben die Sicherung gefunden. Guck mal, der trinkt jetzt. Warte, ich muss die weglocken. What the? Ja, gemein. Komm. Dallas 6 moving in on possible enemy target. Over. Hello. Das wird nicht gehen. Ja, der hebt den Baseball auf. Komm mal. Oh mein Gott. Alter, wie blöd sind die? Warte, ruhig. Vorsicht, pass auf. Oh oh. Warte, alles gut. Schalldämpfer, bevor der das melden kann. Nee, warte. Doch! Chill doch, warte. Bevor der das melden kann. Assassin Actual, okay, this is Alpha 1 Actual. I got an immobilized person here. Stop right there, mister! Oh mein Gott! Kann ich hier wieder haben? Danke. So, jetzt geh rein. Ja, warte doch. Ja, mit der Ruhe. Du bist aber auch gestresst. Hi! Nimm die andere Tür. Warte, da können wir wieder ein Handyfoto machen. Das ist ja gut, wenn wir den Typen ausschalten würden. Warte, ich brauche den Baseball wieder. Woher siehst du das immer, wo man ein Handyfoto machen kann? Auf der Karte unten. Ah, okay. Und es geht doch da rein. Ja, warte doch! Ja, du kannst doch jetzt nicht die ganze Zeit da. Warte mal, was kann man nehmen hier? Waffe kann man nehmen. Was lag da links noch? Ach, diese Schere vermutlich. Ja. Wo? Was? Wo lag was? Wo? Da? Also auch eine Waffe. Baseball, ey. Du kommst dabei. Okay. So, jetzt machen wir schnell das Foto. Da kommt eine Frau, die müssen wir ablenken. Die lässt sich nicht. Ey, du. Ja, ich brauche das Foto. Jetzt. Hä, warte mal. Wer war denn das? Ich guck sofort, warte. Oh nein. Hä, warte mal, ist das nicht das die? Das ist die. Da stand gerade Ziel eliminiert oder irgendwas stand da. Mach mal, scan mal. Nein, das ist die Oma. That is Alexa Carlyle. Was? Unofficial leader of the Provenance Partners and last one to be alive. That's Madame Carlyle taken care of. On Arthur Edwards. That's a token for a vault. The Milton Fitzpatrick London Bank. You need a pair, and you gain access no questions asked. I bet that's where Madame Carlyle keeps a copy of the Edwards file. Wir brauchen noch die Akte. Weißt du, wenn ich Hitman spiele, ich gehe so durch 5000 Räume so. Ja, wir gucken es doch noch um hier. Wir müssen doch noch die Vollakte. Sneaky, die und du gehst in den ersten Raum, die Frau steht da, du knallst sie ab, fertig. Oh shit, ich bin da, ich helfe Ihnen, man. Passiert. Wir haben hier eine Tote. Hey, what the hell? Are you listening to me? This is serious. Hey, ruhig. Dennis, jetzt mach es nicht kaputt. So, jetzt ruhig hier mal. Meine Güte, ey. Alter. Warte, die hat was. Warte, das war gut. Nee.
So, jetzt machen wir weiter hier. Ruhe jetzt im Saal hier. So, der Raum ist jetzt geschlossen. So. Ist echt so, wir spielen auf Profi und der geht in den ersten Raum und es ist schon irgendwie, naja. Ja, was denn, wenn die da steht? Ja, ja, aber es ist halt irgendwie, es war jetzt keine Herausforderung. Ja, wir müssen noch die Fallakte finden, warte mal. Also ich erinnere mich wirklich auch an Level, die, wo ich ewig gebraucht habe. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator, hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. Okay, wie finden wir die Fallakten? Da können wir auch noch ein Foto machen. Wird dir das denn irgendwie angezeigt, wenn du das mal so scannst? Ich guck gleich. Ach, hier können wir alles Fotos machen, guck mal. Das hat mich jetzt echt gekillt. Hier ist irgendwas. Hä, was ist denn das? Das Foto hier oder was? Hä? Guck mal. Ich stehe praktisch genau davor. Aber was? Ah. Mhm. Der sieht ein bisschen aus wie mein Schneemann. Ist er jetzt so, ey? Nächste Level spielt die Alex komplett, okay? Wollen wir das so machen? Muss ich ja nicht. Also doch, 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 doch. Ich habe das jetzt hier. Oh. Ja, was ist hier, Alex? Siehst du, was ich hier... Aber was muss ich denn hier? Hä? Außen vielleicht? Oder die Bilder hier? Nee. Naja. Das war lustig. Tut mir wirklich leid, aber jeder hätte geschossen. Irgendjemand sieht dich. Oh, jo, 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 geh mal weg, Elfriede. Don't say more to that weird detective than you need to. I was just having a laugh, dear. Must admit, he's pretty good. What if he believes we had something to do with Zachary's death? Oh, please. He's circling us. I don't see him snooping around your sister. I bet Alexa said something. If I could be bothered, I'd be worried about your mental health, Emma. But sorry, I'm having too much fun enjoying the circus. Greetings, sir. Hallo. Kannst du bitte einmal diesen Scan nur mal kurz machen? Das. Wie denn? Ach hier. Ja. Wird einem nicht irgendwie angezeigt, ne? Ja, wir müssen Hinweisen nachgehen. Okay. Oh, das ist der Butler. Ich glaube, der ist der Hinweis. Der weiß doch, wo diese Akte ist. Ich dachte, der Typ, der... D.Ü.P. Dei, du D.Ü.P. Dei, D.E. macht weiter so Tetteritte. Ich dachte, der Typ, der auf der Couch saß, war wichtig. Auch. Okay. Okay, boah, wo soll man diese Fallakte jetzt finden? Das wird jetzt ein... Esszimmer, Alter. Das ist mal ein Esszimmer, ne? Boah. Ein Aprikot. Hä? Ja, das ist alles nur aus Zucker. Man of Steel. Ist so. Der fasst die Aprikose an, den ganzen Teller zu springen. Hä? Ich liebe dieses Spiel einfach für seine merkwürdigen Dinge. Das war jetzt gut, echt. I was scared and called out for help. Of all people, you heard me, and when you saw me, you climbed the tree. I was relieved that help had finally arrived, but you went down immediately and said, when a grown-up can do it, so can you, Edward. You are five, and climbing trees is supposed to be your area of expertise. Oh no, that won't go. You'll just think I remember this because I'm weak. Also das mit der Fotofunktion habe ich noch nicht so ganz gecheckt. Was bringt denn das? Hinweise. Guck. Edward. Hä, ist das der Sohn oder was? Das ist der Sohn. Jetzt kann er die Mutter ja wirklich beerdigen. Wir haben nur nachgeholfen. So. Also die soll doch in einem Tresor in ihrer Wohnung sein. Frage ist, oder in ihrem Zimmer oder so, Frage ist, wo ist ihr Zimmer?
Ich denke mal, als Leibwächter wirst du überall hinkommen. Jetzt. Ja, ja. Ich habe eine Atombombe gelesen. Atombombe. Ich kann die jetzt nicht mitnehmen, die Autobatterie. Was soll ich damit? Was haben Sie da? Eine Autobatterie. Was ist? Eine Atombombe. Liegt da einfach so im Schrank. Eine Atombombe. Aber es wäre auch mal nicht schlecht für Hitman, so Atombombe jetzt einsetzen. Ganze Map so. Pum. Ja, knallt das einmal richtig. So. Was haben wir hier? Stuff Toilet. Oh, das haben wir. Seife. Oh, könnt ihr auch mal wieder benutzen. Geh mal in die Küche, vielleicht liegt da ein Fisch. Okay, warte. Guck mal, der packt alles unter seinen Jackentisch. Der kann alles mitnehmen. Dicke Rohr. Jetzt hat er schon zwei dabei. Was ist das hier? Oh, den brauchen wir. Ja, das ist gut. Mal öffnen. Hallo. So ein Hahnraum. Was liegt da? Da liegt eine ganze Kuh. Oh mein Gott, ich hab so Hunger. Hackebeil, ja. Nehmen wir auch noch mit. Oh, Chat. Wie kann man bei so einem Anblick Hunger bekommen, Leute? Ich weiß. Der Fisch! Sogar Der Fisch! Back to the roots. Wer das sieht man jetzt Play von mir und Alex guckt, der kennt das. Der weiß, warum wir uns jetzt freuen. Körper wurde gefunden, ja. 3 Millionen Körper draußen. Komm, und ein Aprikose, trau mich nicht zu nehmen, da fällt der Tisch auseinander. Wer kennt's nicht, Leute, wenn ihr zu Hause eine Aprikose aus der Obstschale nehmt, dann geht die ganze Küchenzeile kaputt. So. Okay, hier waren wir schon. Guten Appetit. Was machen die denn jetzt zu essen? Guck mal, was ist das? Return of the Fish. Backen die oder was? Das sieht nach Backen aus, ne? Oh, eine Torte, da guck mal, oder was ist das? Das Käse, oder? Ja, was ist das Runde hier? Brötchen. Ah. Hier zählt das. Zachary found dead upstairs today. Death is everywhere. I never thought of it that way. Oh God, it's such a big responsibility. Lass uns mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie weiter hochkommen im Haus. Ja, ich guck noch alles durch. Ja, klar, wir müssen nach oben. Da bin ich mir 100% sicher. The ones that come after certainly are a lot less of a worry. Oh, warte mal eben. Ich glaube nicht, dass das Sinn macht. Was? Also. Einfach mal machen. Scheiße. Ah. Warte. Ich liebe den Fisch. Sollen wir uns den mal als den verkleiden? Nein, würde ich nicht machen. Ich würde so bleiben und jetzt einfach mal ein bisschen weiter gucken. Haben wir einen Schrank hier, wo der ein bisschen heiler machen kann? Nee, da geht keiner rein. Alter, ein Säbel! Oh. Du hast das Ding auf dem Rücken, ne? Das ist Scheiße. Ich muss raus. Aufwecken. Oh no. Do you need help? Ich finde ein bisschen. Warte. Aber wir machen uns das gerade voll kaputt, weil wir alles killen, was uns über den Weg läuft. You look dead for a second. Anyone, help me! Was kannst du mit diesem Putzding machen? Ich weiß es nicht. Nimm das mal, dieser Wischmopp. Ich mach die ja nicht tot, ich mach die nur bewusstlos. Ey! I think we've got a psycho on the loose. Ja, weg. Hallo, mein Dank, kurz vorbei. Sorry, I confused you with someone who actually gives a shit. Wow. Hm. Ja. Geklappt, was ist denn dein Problem? Nee, du hast einen bewusstlosen Zeugen, Dennis. Wenn der aufgeweckt wird, dann weiß jeder, wer du bist. Nein, wir haben es uns jetzt gerade so verspielt. Da hast du recht, ja, okay, hast recht. Weil wir hätten da überall rumlaufen können. Können wir doch immer noch. Warte mal ab, vielleicht hat er es schon wieder vergessen. Vielleicht hat er ein Schädel-Hirn-Trauma.
Geh doch jetzt mal da hoch. Ja, warte doch. Oh, lass mich doch erstmal umgucken. Boah, die waren aber gut geputzt, ne? Guck mal. Wo geht's denn da hin? Da kann man auch hoch. Guck mal. Du wirst gejagt, ne? Alter. Ja, guck dich erstmal in Ruhe um. Während du gejagt wirst. Mhm. Nimm nur eine Zeitung mit. Guck mal, hier ist. Wo ist denn dein Säbel? Hast du eingepackt? Ja, in die Jackentasche? Hab ich in die Jackentasche eingepackt. Stört den auch nicht, dass du dem einfach die Billardkugel klaust. Ach, ich liebe das, diese fehlende Logik bei Hitman. Erinnert ihr euch noch daran an das Level in der New Yorker Bank, wo wir einfach die Leichensäcke durch die Bank gezogen haben und es niemanden interessiert hat? Das war geil. Das war auch legendär. Oh, kann man das spielen? Oh, leider nicht. Oh, Entschuldigung. Ja, ich arbeite ja. Ich darf das ja nicht, ne? Ich muss dafür sorgen, dass hier kein Gegenstand da ist, um Leute zu ermorden. Mein Bein ist eingeschlafen. Ist das ein unangenehmes Gefühl? Welches Gebiet haben wir entdeckt? Foyer. Ach, guck mal, wir haben erst 10 von 22 Gebieten entdeckt. Krass. Wo sind wir, Alex? In England. Oh, der da hinten kennt dich? Jetzt nicht mehr? Hä? Gerade war dann. Achso. Was hast du vor? Den zu schubsen. Warum? Hat sich angeboten. Wenn du den schubst, dann fällt er doch darunter und andere sehen das. Ist doch egal, weiß einer, dass ich das war? That American lawyer in the small office, did you check his travel documents? I did, sir. Oh, warte mal. They'd all checked out. Was kannst du mit diesem Wischmopp machen? Strange. See what that was. You're free to engage any tangos at my end. Sind, sind Zwillinge. Nein, ich wollte ihn. Ich kann es nicht mit angucken. Ich wollte ihn runterwerfen. Aber der hat ja irgendwas. So. Come in. Reporting a possible crime scene. I've got a person on the ground. Possible casualty. Wird gewienert, Leute. Alter. Okay, warte mal. Hier wird geschützt. Irgendwas ist hier. Yeah, hey, Bro. Hey, Bro. How are you doing? Ich sag doch, als der, du kommst überall rein. Mein Reich, Simba. Nicht weiter als die Schatten. Zimmer, was? Was für Zimmer von Zachary. Wer ist Zachary? Zachary. Ja, wir gucken uns mal, hier können wir Sachen fotografieren. Ist er nicht auch irgendwie. Der sieht nicht so gut aus, der Zachary. Ja, Zachary. Das war der Zachary, oder? Jetzt gibt ihm doch nicht noch Rattengift, der arme Kerl. Der hat's schon hinter das sich. Eigentlich, wenn man. Kannst du jetzt ihm noch eine den Staubwedel. Mach ein Foto von dir, warte mal. The dead body of Zachary Carlyle, Alexa's little brother. I wonder what happened to him, 47. Das gilt es herauszufinden. Ich muss noch was zu fotografieren. Ah ja, guck mal hier. Alkohol. Okay.
Ein Whiskyglas neben zugehöriger Flasche, die auf dem Nachttisch von Zachary blablabla Schlafzimmer gefunden wurde. Mhm. Interessant, interessant. Vielleicht hat der Zachary ja irgendwas hier für uns. Vielleicht hat der Zachary irgendwas noch für uns. Aber es sieht nicht so aus. Da lag was? Hm? Oh. Abschiedsbrief. Okay, er hat sich umgebracht. Lies mal vor. Ein Abschiedsbrief, der in Zachary Carlyles Schlafzimmer gefunden wurde. Er lautet wie folgt. Ich werde von schrecklichen Entscheidungen aus meiner Vergangenheit und ihren allumfassenden Folgen heimgesucht. Alexa war das Floß, das mich über Wasser hielt. Ohne sie kann ich nicht weitermachen. Lebt wohl. Unterschrieben mit Zachary. Hm. Schuhe. Hat bei Zalando geshoppt. Hat sich Gummistiefel gekauft. Hm. Wollte etwa beim Buddeln helfen? So. Ich frag einfach nicht mehr. Ah, das ist gleich nicht. Da kann man gleich abhauen, das ist gut, das machen wir schon mal frei. Warum denn nicht? Hat sich angeboten. Das habe ich von dir übernommen, Alex. Kleines Büro. Kleines Büro. Nimm mal noch einen Apfel mit da. Aaron Ford Jr. calling from Morgan Yates and Cohn. I need to get a listing of asset transfers from the Carlyle account. HTC Depot number 5085. No, I need it immediately. Yes, I'll hold. Yes, I'm still here. Ablösen. Hi there. Is my shift over already? I'll double check yes. And get back. Yes, I'll take over from here. Was taken wir over? Wir übernehmen seine Shift, also seine Schicht übernehmen. Okay, wir. Okay. Ich meine, wir laufen seine halbe Stunde. Guck schon. Doch mal, was da noch am Tisch so ist. Nichts mehr. Doch. Schon guckt jemand nur eine Dose. Da, stimmt. Das ein bisschen Obst. Oh nein, ich habe Angst, mir Apfeldose zu nehmen. Noch was und noch was. Also hier findet man nichts mehr. Vielleicht ist der Laptop irgendwie wichtig? Der am Laptop sitzt, der Typ? Glaube ich nicht. It's a hell of a uniform you got there, guy. Ja. Alter, die Stimmung auf der Karte ist aber auch geil gemacht. Geradeaus ist jemand, der dich kennt? Ja. Der mich nicht kennt. Ja, wie locken wir den jetzt weg? Schmeiß den Apfel. Obwohl, ja, nicht, würde ich, näher. Schon so, dass der, ja. Das war nicht so schlau. Warte. Who the hell threw that? That's not cool. Er hat mal so melden, hier hat jemand einen Apfel geschmissen. Brauche Unterstützung. Guckt sich den Apfel in der Richtung natürlich an. Vor allem ist der Apfel in mehrere Teile zersprungen, als du ihn auf den Boden geworfen hast. Wie soll ich denn ich muss den irgendwie wegkriegen, den Typen. Er hat gleich einen halben Obstsalat da liegen. Hat er gerade gesagt, someone throw an apple? Oder was hat er gerade gesagt? Ich hab's nicht verstanden, ja. Jemand hat eine Aprikose geworfen. Ich liebe Hitman, ich liebe es. Hey, who's that? Die Lady da weggehen würde, ne? Guck mal in die. Jetzt. Oh Gott. Es hat geklappt. Ach, jetzt sind wir in ihrem Büro. Ha! Hi. Looking good, man. Looking good. Danke. Schach haben wir gespielt, ja. So, hier muss der Tresor sein, Leute. Die Frage ist, wo? Da. Da lag was? Na, weiß ich nicht. Was passiert dann? Ja, würde ich jetzt nicht machen, weil der Typ da drin steht. Yep.
Yeah, it's impressive, all right. A safe in Madame Carlyle's office. I bet that's where she keeps the file on Arthur Edwards. Okay. Ja, wo denn? Dann guck mal. Schön ist das, der Knopf hier. Und das löst man mit dem Knopf hier auf. Aber der Typ beobachtet uns. Deswegen muss der Typ jetzt leider ein Nickerchen machen. Kann man den nicht auch einfach ablösen? So, jetzt schnell. Peculiar icons above the safe. I wonder if they might be some sort of a code. Ah, scheiße. Maybe have a look around the office, 47. Ja. Man kann, glaube ich, noch hochgehen. Aber da guck erstmal da auf. Ich gucke erstmal, ist den Kollegen jetzt versteckt. Nö, ich glaube, da kommt keiner rein. Guck mal links. Warte, warte, ist hier irgendwo eine Kiste, wo man den reintun könnte? Da, ja, lass ja, die auf, okay. Muss ich ja. Gehen. So. Okay, wo sollen wir denn jetzt gucken? Dann würde ich mal gucken. Lag da nicht noch irgendwas? Nee, okay. Nee, dann vielleicht hochgehen. Beziehungsweise Alter, da ist auch noch hier. Eine Tür. Sind nicht erstmal die Tür? Ja. Badezimmer nehme ich mal an. Was ist das denn? Privatzimmer? Warum dürfen wir da nicht rein? Hä, was ist das für ein bisschen 50 Shades of Grey Vibes gerade. Aha. Ja, ja, ja. Und die Geheimkammer ist auf der Karte nicht eingezeichnet. Okay. Interessant. Aber was finden wir hier? Pionieren. Lol. Aber da waren wir doch gerade drin. Ja, ja. Aber dass das geht, ist voll nice. Aha, okay. Okay, man kann aber so richtig bringt uns das nix. Nee. Hey, warum so setzt sie sich da hin? Was macht die da so, weißt du? Mhm. Was macht die Frau da, Leute? Habt ihr eine Idee? Na, ja, jetzt nichts mehr, jetzt ist sie tot. Was hat sie da gemacht, vielmehr? Schönes Büro auf jeden Fall. Spioniert hat die da, ne? Oder Verhöre wegen Schalldichtung. Ja, das ist wegen der Isolierung. Aha. Das ist Master Brains. Master Brains. Okay. Ist ja eigentlich, wenn man von hier oben jemanden erschießt. Merken die das dann, wer das war? Mhm. Ja, aber. Muss mal probieren. Okay, was passiert, wenn wir einen Apfel schmeißen? Ich schmeiße einfach mal einen Apfel. Gut. Haben wir das auch mal gemacht? Wie so eine Mutter, die mit dem Kind redet. Man muss ja alles mal ausprobieren. Aber irgendwie hat uns das jetzt nicht so gebracht. Wie finden wir den Code? Die haben gesagt, man, du kannst die Knarre da mitnehmen, wenn du willst. Wenn du die haben willst. Hey. Kannst du mal vorlesen, was haben? Man geht wieder. Da stand doch, man soll sich im Büro umgucken. Ja. Also irgendwie haben wir noch irgendwas übersehen. Okay, wir müssen gründlicher gucken. Wir fangen nochmal an. Dieser Folterraum dann eine wichtige Rolle mitspielt. Ich würde sagen, ich würde meinen Code am Schreibtisch aufbewahren, aber das hat sie nicht getan. Haben wir keinen Hinweis? Warte mal, ich guck mal, jetzt gibt es die Hinweise. Eine Uhr, ein Teleskop, ein Lagerfeuer, ein Elchkopf. Alex. Hm? Hier, guck mal. Warte. Wie habe ich das jetzt gemacht, gerade mit den Hinweisen?
Eine Uhr, ein Teleskop, ein Lagerfeuer, ein Elchkopf. Diese Symbole sind hier drüber. Guck mal. Was heißt das? Müssen wir, ist das jetzt wirklich so ein Rätsel oder ist, sind wir gerade blöd? Das ist ein Rätsel, nehme ich mal an. Aber Hitman war noch nie so, dass man rätseln musste. Vielleicht müssen wir die Uhr so... Warte mal. Lagerfeuer. Haben wir nicht ein Lagerfeuer hier drin? Doch, da. Vielleicht finden wir da einen Hinweis. Ach so, meinst du dann, da sind dann die Zahlen? Oh, da sind die Zahlen! Eine 7. Crazy! Okay, okay. Schreibt dir mal, merkt dir mal eine 7. Ja, ja, das kann, war das erste das Lagerfeuer? Was war das zweite? Nee, ich gucke. Das erste war das Lagerfeuer. Warte, ich gucke. Das Lagerfeuer vor allem. Das Lagerfeuer. Das, der Kamin. Das erste war... Uhr? Uhr. Teleskop. Teleskop. Teleskop, Teleskop, Teleskop. Teleskop. Uhr war das erste. Ja, und dann kommt das Teleskop. Also erst 7. Die erste Zahl ist eine 7. Aber nee. Ach so, ja, okay, du hast recht. Sorry. Das Feuer, also das dritte ist die 7. Okay, wo ist diese Uhr? Die Uhr. Ah, stopp. Da oben müsste auch noch eine Zahl sein. Über einen Elchkopf soll eine... Ein Elchkopf. Über dem, beim Elchkopf müsste auch eine Zahl sein. Oder sind hier mehrere? Nee, sind nicht mehrere, ne? Okay, wir müssen die Uhr suchen. Warte mal, ist das die Uhr hier? Ist das die Uhr? Nee. Die Uhr ist so klein, ne? Was steht denn da genau? Warte mal. Nee, ich denke, das ist die nicht. Eine Uhr. Teleskop war oben. Die Uhr. Ja. Eins. Okay. Eine 1 und eine 7 haben wir jetzt. Das Teleskop ist oben. Das Teleskop war, glaube ich, oben. Ja. Das ist aber geil gemacht. Finde ich auch. Mhm. Eine 9. 1, 9, 7. Und der Elch. Aber welcher Elch? Der über der Tür? Da, da ist eine Zahl. 1, 9, 7. Kann ich nicht lesen. 5. 5, ja. 1, 9, 7, 5. Das hat Spaß gemacht. Ja. So. Bei Uncharted gab es auch immer so coole Rätsel manchmal. Ja. So, das erste ist die Uhr. Die Uhr war? 1, 9, 7, 5. Bingo. Yay! Mission complete. Yay. Yeah! Also die Frau zu killen war ja sehr einfach. Da hatten wir ein bisschen Glück auch. Oh mein Gott! Reiz aber mal hier. Ja, jetzt willst du mal, warum? Weil ich bei Hitman auch mal schießen wollte. Ich wollte es einmal machen. Wir haben es einmal geschafft und du fängst noch... Oh. Hat sich nicht angeboten. Das hat sich wirklich nicht angeboten. Ey, warte! Nein, Dennis, wenn du das jetzt kaputt machst... Oh. Komm Leute, ein bisschen Action muss mal sein. Wenn du es jetzt kaputt machst, ne? Dennis. Ach so. Was hat einfach. Oh, wie lost die sind. So, was ist denn noch hier? Kann ich jetzt gehen? Ich mach das nicht nochmal ganz von vorne. Oh, ich dachte, er fällt. Nein.
rutsche jetzt draußen runter, warte. Ist ja immer bestimmt so eine Dings zum Runterrutschen, oder nicht? Wieder, du könntest einfach die ganze Zeit da langlaufen, aber nein. Ich will wissen, ob das geht. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt loslasse? Dann bist du tot. Wenn ich jetzt hier loslasse, meinst du, nein. Der hängt sich dann am Fenster? Nein. Dennis, lass es bitte. Ja, ist doch okay. Mein Gott, ey. Was ist denn hier passiert? Ups. Ja. Bollocks! Oh no. Shit! Help! Help! Na ruhig. Das ist der Baseball. Ich kämpfe den Weg jetzt mit dem Baseball frei. Aber warte, ich wollte mal gucken, ob ich noch einen Raum entdecken kann. Ja, komm. Wir haben alle Ziele erfüllt. Ich will einfach nur jetzt hier einmal durchlaufen und mal ein bisschen Ärger machen. Gibt es hier keine Dings, Alter, wo man... Ah, da, das habe ich doch gesucht. Entspannt. So. Hallo. Wow. Siehst du? Haben noch einen Raum gefunden. Guck mal. Lies mal vor. Ein Brief von Emmas Mutter, der sich in dem Zimmer befand, wo Emma und Gregory untergebracht sind. Laut dem Brief war Emmas Vater, der verstorbene Montgomery Carlyle, Alexas und Zacharys älter Bruder, der von seinen jüngeren Geschwistern umgebracht wurde. Anscheinend wussten die beiden Mörder allerdings nicht, dass Emmas Mutter sein Kind erwartete. Oh, shit. Die Alex streamt Hitman bestimmt auch mal nochmal die Tage, Leute, auf ihrem Twitch-Kanal. Wow. Boah. Hey, wie soll man sich denn da reinlegen? Da würde ich ja unten, da würde ich ja, also, guck mal, wie tief die ist. Da würde ich ja weg. Tauchgang. Und da könnt ihr bei der Alex natürlich auch mal vorbeigucken. Oh. Wenn wir jetzt brauchen. Die wo war die Propangasflasche? Hm. Auch lustig. Komm, lass uns die nächste machen. Wir haben alles ich gemacht. Ich geh doch jetzt raus. Wir haben voll ein Massaker gemacht, interessiert keinen. Guck mal, die haben eine Affäre, 100 Pro. Also Hitman ist wirklich, also ich mag das so gerne, aber das Witzigste finde ich einfach, wie unlogisch es manchmal einfach ist. Ne? Ach, die Punkte interessieren mich bei Hitman gar nicht. Ich spiele das just for fun, Leute. Ja, ja, also ich habe eigentlich nie so richtig Ahnung von der Story und so. Ich will einfach immer nur so sneaky. Kann man eigentlich mal einen G-Stock abwerfen? Weiter, ne? Oh. Dennis, bitte mach es uns doch nicht kaputt. Ja, du hast recht. Lass es uns dabei belassen und wir machen die nächste. Ich hoffe, die nächste ist Berlin. Kann sein sogar, ja. Die spielst du dann. Also ich muss sagen, ich fand die jetzt cool, aber da hatte ich auch schon bessere. Weißt du, was das für ein Schauplatz in Berlin ist? Nee. Oh mein Gott, warte mal eben. Did all the groceries arrive? I heard some of the delivery people were unhappy with the security of the gate. Huh? Warte, das will ich noch kurz einmal ausprobieren. Weil da war nämlich eine Quest oben, die man, also eine Dings machen. Ich will wissen, was man damit machen kann.
Geht ja schnell, das ist ja hier oben. Guck mal, einmal Treppe hoch. Ist ja hier oben. Die ist besser, wenn man sie als Detective spielt. Ah, okay, guck mal, der. Was ist passiert? Der, das war der, der den Gehstock an den Kopf gekriegt hat. So, warte mal, hier war irgendwo der Raum. Warte, war das hier? Da konnte ich was in den Schacht schmeißen. Dafür brauchte ich so eine. Diese Flasche brauchte ich dafür. Da ist irgendwas passiert und ich würde gerne wissen, was. Das hier? Oh, noch einen Raum gefunden. Ach, guck mal an. Wo ist die Flasche? Hast du die noch online geshoppt? Ja. Eine Telefonkonferenz. Aha. Ah ja. Oh, warte mal. Nee. Wenn man die nach der Story spielt, ist die halt echt mega, weil man dann auch so ermitteln muss, wer der andere Mörder ist, ja. Ach, ja, klar, habt ihr recht. Denn es spielt Hitman nicht so ganz, wie man Hitman spielen sollte. Und wer ist der andere Mörder? Stimmt. Wer wieder ein Geheimraum? Yes, I'm in England now. Warte, wir spielen hier mal. Da waren wir doch schon. Vielleicht ist er der andere Mörder. Die Wahrscheinlichkeit, dass der andere Mörder, dass wir den auch schon gekillt haben, ist ziemlich hoch, weil wir sind ziemlich 50% der gesamten Karte gekillt haben. Ich will noch gerne wissen, wo diese Flasche hin muss. Damit kann man nämlich irgendeinen Späßke noch machen und ich will gerne wissen, was. Okay. Oh, naja, null Punkte. So, warte mal, woanders. Das muss hier, genau, das war irgendwo hier, warte mal. Ach, Leute, solche Spiele sind dazu da, um da muss man auch ein bisschen Spaß haben, kann ich stelle euch mal so ein. Oh, was ist denn das? Achso. Wo war denn dieser Raum? Ah, hier, okay, wir sind richtig. Warte mal, die haben eine Affäre, habe ich gesagt. Es musste der Massakerraum kommen, warte mal. Zeitung, das war, glaube ich, hier. Ja, richtig. So, was kann man jetzt hier machen? Irgendwas hast du jetzt in die Luft gejagt. Und was? Was ist da drunter? Okay, wir müssen das jetzt uns merken. Warte. Aber es scheint auch wieder keinen zu interessieren. Riesenexplosion. Was war das? Es interessiert einfach niemanden. 50 Leute sterben. Warte, aber das muss jetzt unter uns sein. Also es muss genau hier... Jetzt bin ich mal gespannt, was da passiert ist. Vielleicht ist die Küche jetzt abgefackelt. Es müsste hier sein, ne? Was müsste der Raum jetzt irgendwo sein? Links hier. Das hier, müsste der das? Nee, hier müsste doch, oder? Da hat jemand telefoniert auch. Nee. Hä? Ja, das müsste hier sein. Hä? Good day to you, sir. Vorsicht, geradeaus kennt dich jemand. Security. Hey, ist die Leiche eigentlich der Frau noch hier? Nee, die ist weg. Man hätte in der Küche den Herd anmachen müssen. Ach, logisch. Oh mein Gott. Schade. Oh mein Gott. Ja, logisch. Okay. Vorsicht, links. Ja. Ist schön, dass der wieder steht, nachdem ich ihn umgebracht habe. So, jetzt brauchen wir einen Ausgang. Der Leichenwagen. Du kannst doch jetzt nicht als... Aber warum haben wir den Schlüssel zum Leichenwagen bekommen? Das ergibt für mich keinen Sinn. Irgendwas hätte man damit vermutlich noch machen können. Ah, das mit dem anderen Mörder habe ich voll vergessen. Ihr habt vollkommen recht, das hätte man richtig geil spielen können, ja. Müssen wir auf jeden Fall wiederholen, die Mission mal. Aber es war auch lustig, wie wir das Ziel getötet haben und so. Das war alles so komplett stumpf und random. Hat sich angeboten. Es war schon lustig. Also nimmt das nicht so ernst, Leute. Nein, wir spielen das ja auch jetzt nie so, dass man so jedes einzelne Mini-Detail... Ist immer witzig irgendwie, Hitman bei uns. Und Folge 1 mit Dubai findet ihr auch auf in dem, also wenn ihr auf die Videobeschreibung geht, findet ihr eine Playlist. Da ist, was ist hier? Ach, da können wir uns umziehen. Ja, da habe ich ja auch einen hingelegt.
Aloise, wie geht's? Luis, Entschuldigung, nicht Luise. Wer wäre der andere Mörder gewesen? Das ist auch interessant. Kommen wir hier durch? Ja. Gentlemen, Feierabend. Wenn Sie die ganzen Leichen finden, ich war das nicht. 47. They're everywhere. Go, get out! It's the Constantine! Shit! Hä? Okay, das ist die Einleitung in die nächste Mission. Okay, let's go. Krass. Ladies and Gentlemen, das war England. GG. Jetzt bin ich mal auf die Punkte gespannt. Minus 12.000. Wie viel wir aufgedeckt haben, guck mal. Boah, krass, wir haben eigentlich voll wenig aufgedeckt. Oh mein Gott, wie viel man machen kann, guck mal. Okay, weiter. Jetzt kommen die ganzen Minuspunkte, pass auf gleich. Weiter. Oh, ein Dietrich haben wir gekriegt. Badezimmer. Lieferung. Also wenn man die Mission jetzt nochmal spielen möchte. Okay. Du schuldest ihm nichts. 47. Don't respond, just listen. Diana can't help you now. You need to find Olivia. She will know what to do. Thank you, Miss Burnwood. Now, it's my turn. Stay down. Boss wants you alive. Yeah? How about now? Over here! Cover me! Walk away! Or what? You gonna take us all on? Don't. Tell the Constant to start running! You think you've won? 47 is out there. And 47 never misses his mark. Neither do you, Miss Burnwood. That's what makes you valuable. You're delusional. You think I would betray 47? Trust me. You owe him nothing. What is this? I told you we could help each other. And I meant it. I look forward to your call. Gray is gone. Go to Berlin and stay out of sight. We're all that's left.